So, und dann geht es hier weiter. Für den Flug der Karibik, der Flug der Karibik beendet, genau. Hey Axel. Huh? Hey, liking the look. Cut your hair too. So you gonna try yours on? I don't know. Maybe later. But you always wear the same thing. If it ain't broke, don't fix it. This is how you pick me out of a crowd. I make myself easy to remember. How thoughtful. Huh? Oh, nah, not really. Our training's almost finished. Yeah. Somewhere inside me is Naminé. If we can free Roxas, we can free her too. I guess so. Naminé was made when Sora freed me from his heart. So, now that she's a part of me again, I figured all was right. But she can't look at this forest, feel the wind on her face. None of it. And if she could, it would be different for her. Her time was short, but she lived it, and that makes it hers. What right did I have to take those feelings and experiences back? They don't belong to me. Nothing's as it should be. Not for her or Roxas. I know. Way back when I was a kid, I met this other weird kid. Somehow we became fast friends. Never saw him again, nearly forgot about him too. Then I met Roxas. Couldn't believe it. The two of them were identical. Oh, I didn't tell Roxas. Didn't want him to go vanishing on me too. The kid's name was Ventus. He's one of the lost Keyblade wielders we're looking for. Think he still got me memorized? Oh yeah, very memorized. Now that we're going back, I'm worried about everything. Well, you don't have to worry alone anymore, Axel. Okay, da bin ich auch mal gespannt, wie es mit denen zwei weitergeht und was die für eine Rolle einnehmen werden. Bei denen geht's ganz schön rund. Jetzt wieder so wieder Rico spielen. Wäre nice. Haben ein komisches Schlüsselschwert. Erklär uns einfach das von Mickey. Der kann jetzt kein anderes Schlüsselschwert bekommen. Das hat er schon eh. Das mit den schwarzen Schwingen. War Klassiker.
It's about time. Hey, shut it. Come on. What now? Please, I have created enough victims. Yes, you have. All of the children sacrificed in the name of your research. So make things right. I told you I did not take her. Her disappearance was why I put a stop to the research. And that makes you honorable? You used Roxas and Naminé and threw them away. I doubt there's a merciful bone in your body. You took the girl and hid her. Now show me the data you are hiding here. Roxas and Naminé. If there is any reason that I still draw breath, it is to atone for what I did to them. He said Roxas. Yeah. That man needs us. Right. Yeah. If you do find the girl, what is it that you expect will happen? The child's memory holds a mystery to unravel. One concerning the battle we seek between light and darkness. You know something, and that is why you stopped the experiments. You are completely deluded, Xehanort. We shall soon see. Yoo-hoo! Excuse me! Who are you? Oh, well, I'm looking for a friend who used to live here. No one lives here. Be gone. But, sir... No, not one more step. Get out! This way! Hey, loser! Painter! The squiggly things? Protected me. Hayner, get a move on! Oh, okay. I serve the organization. This is treason. I see what is happening. Have it your way, then. Hey, wer befehligt die niemand? Wer war das? Are you guys okay? Yeah, I think. Nobody knows the twists and turns of Twilight Town better than us. You are Roxas's friends. That's right. So you know him too? Oh yes, quite well. Pay dirt. Guess it was worth staking out the old mansion after all, because this guy here is what I call a lead.
That's the only proof we have that Roxas was our friend. Tell us about him. We want to know him better. My dear master, you are safe. Who's there? Evan, is that you? So, those nobodies were your doing. I have been waiting for this. Gave up a normal life in order to plant myself in the organization. And when I heard Xehanort had gone looking for you, I realized it was my chance to find you as well. For you see, I too wish to atone. Nicht, dass das so einfach ist bei dem Kerl. Seine Forschungen vorantreiben. Okay, damit hätten wir das erledigt. Und was ist das jetzt für eine Welt? San Francisco. Ja gut, da war ich noch nicht. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Erstmal für einen Film. Wir schauen einfach, dass wir... Wir fahren jetzt an, fliegen jetzt einfach mal in die Richtung. Wir sehen dann schon, was passiert. So, dann müssten wir doch eigentlich... Ja, da ist die Zielmarke, da will ich doch hin. So. Sind wir schon am Weg. Ich würde gerne schneller fliegen, aber... Gut. Wie ist denn das jetzt? Die Steuerung scheiße, das ist doch wirklich zum... Jetzt einfach mal drauf geschossen, okay. So, das müsste dann so aussehen. Voll. Gas, gib Gas. Jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. But we did it. Oder auch nicht. Haben wir es eben nicht getan. Verdammte Sch... War jetzt ärgerlich. So.
schauen wir, dass wir da das nächste Mal mit dem Schießen ein bisschen eher anfangen können. Wird wieder so knapp. Das sieht ein bisschen besser aus wie das letzte Mal. Komm, 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 komm. Ja, diesmal, yes. So, dann schießen wir uns hier mal ein bisschen einen Weg durch. Haben wir hier wieder einen Kampf haben gegen einen Gegner. Schaut nicht so aus. Soll mir auch recht sein. We are landing in a new world. Nice. Take a look at the big city. Yeah, it does seem pretty exciting. I feel so metropolitan. Cosmopolitan? What? I gotta tell Riku what a blast this place is. But we just got here. We haven't even done anything yet. Blast? I'm sure a blast. Heartless! Come on! Whoa! Go, go! Are you okay? Huh? What in... Go, go! Baymax! Go-Go's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool! Hmm? That's a robot! Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh! Wow! Cool! This rules! Sora, remember our other problem? Whoops! Oh, yeah! Hey! Who are you? Oh! I'm Sora. And I'm Goofy. Name's Hero. You mind helping us fight those things? Huh? Our team's called Big Hero 6. Sure! Okay, diesen Film kenne ich nicht. Ransokyo, ha? Huh? Let's go! Baymax! Was ist dann eigentlich mit denen ihrer Freundin? So, nehmen wir mal ein bisschen was für einen Angriff. So, wir müssen jetzt eigentlich direkt, also ungefähr Level 38 sein. Von daher sollten wir keine größeren Probleme mit den normalen Gegnern haben. Okay.
Ja, der saust da so rum. Ja, ich muss trotzdem doch die erste Mal Klopp machen, oder? Diese Jojos, die sind trotzdem schon richtig geil. So, zack, zack, zack. Da schauen wir das mit die hier. So, auf geht's, los, los. Ja, es war mit die Spezialattacke mit Goofy. Und da jetzt noch die ganze Brücke durchprügeln. Passt so aus, oder? Genau, Donald, zeig mal, was du kannst. Weiß gar nicht, wie du da drauf kommst. Das Manaut möchte ich ehrlich gesagt nicht benutzen, weil der uns wahrscheinlich viel zu offen lässt. Und wir kriegen ja jeden Hit ab. So, und zack, 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 zack. Ach, mir geht das voll auf die Nerven. So, jetzt können wir jetzt die Doppel-Jojos nutzen. Das wird jetzt langsam. Jawohl, haben wir den voll umgenietet. Gut, wenn er jetzt ausholt, dann nutzen wir unseren Spezialangriff, weil dann haben wir nämlich noch ein bisschen Luft. Jawohl, das müsste jetzt gewesen sein. Hallo! Oh, er hat jetzt auch schon Hyperheilung gelernt. Das müssen wir dann auch gleich aktivieren. Müssen eh die Fähigkeiten nochmal durchsauen. Und dann läuft das. Not cool. People like spectacle, not truth. Yeah, who needs quality reporting? When you can just make stuff up. I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits, but we had chem balls and laser hands and fire breathing. Well, it really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well, why don't we ask the guys who actually stopped them? Hiro. You never introduced us. Oh, right. Well, this is the gang. That's Gogo. Mm. He's Wasabi. How you doing? And that's Honey Lemon. Hello there. What? I'm Fred. Don't be alarmed. This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster. Those three are Sora, Donald, and Goofy. Huh? The, Keyblade Hero 3!
I am detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have keyblades. So, are we heroes or aren't we? What? The monsters. Tell us how you managed to take them down. They're called the Heartless, and they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking. Light versus darkness. Classic conflict. Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.0000. Yep, we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Wait. We're going to. It's okay. We got it. We have to help. My brother would have. Yes. Yeah. Great, but don't we need a plan? We train up. When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geeks Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. AR device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh? You put it on your face. Heartless! Donald! Goofy! Are you okay? There's no Heartless here. Whoa, chill, Sora. Just take the AR device off. Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool. Thanks. But so far, the map data only covers San Francisco. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hero scripted. Like a minigame. We'll put a tracer on your movements, so we can... Shugyo! 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 So we can Shugyo. Shugyo! 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 I guess Shugyo's like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Speak for yourself. I can Shugyo by installing new combat data. Huh? Hey! Huh? Let's just try it out. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Hier hat ein Gerät gebaut, mit dem du virtuelle Einblendungen über die reale Welt legen kannst. Puss. So, haben wir doch mal. Wert 9. Der bekommt nicht genug von Rüstungen. Da Sturmfächer. Ich. Röschen, wähle eine Rüstung. Okay. Terrorresistenz, ey. Chaoskettchen. Zumindest Donald auch mal was Stärkeres mitgeben. Mal für die Wehr.
Platz bei aus, blitzer, dunkel. Okay, erhöht die Abwehrresistenz. Damit würden wir zwar die Blitzresistenz ein bisschen abschwächen oder für alles andere ein wenig stärken. Kettchen haben wir was anderes Starkes. Passt das hier? Fokus kann werden. Boost. Dem haben wir 8 und 4 und das hat jetzt schon das mit. Schicksals Ruder, das probieren wir einfach mal aus. Vor allem hier haben wir Glücksboost und das schon behalten. 4 und 6. Ben. Schild. Ben. Ich habe gefunden, wie wir unterwegs waren. Nehmen wir das, dann sind wir schon mal sehr gut ausgerüstet. Die Fähigkeiten können wir auch gleich durchsehen. Racheschlag. Krieg dein Repertoire eine Multifokus-Fertigkeit, so die keinen Fokus kostet. Für das Fokus von anvisierten Gegnern, die Fertigkeiten kann aufgestaut werden. Erhöhen. Das gebe ich einfach mal mit rein. Magieblitz. Hast du irgendwas dazu bekommen? So Finale interessiert nicht. Gut, schaut er nicht schlecht aus. Ich dann meine. Meine Kurzbefehlleiste. Ja, genau, das muss ich dann abändern. Blitzgar, König Flammen Potion und High Potion. Hier können wir auch noch mal kurz reinschauen. LPMP. Hätten sogar der FP Plus schon. Wir brauchen heute diesen Dunstkristall noch. Wir brauchen einen Finsterkristall. Die wirklich finster toll dunkel toll. Ja, damit warte ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Okay, dann machen wir jetzt hier mal einen kurzen Stopp. Die Aufnahme ist sagen. Hat.